Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Füller-Review hier zurück bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute geht es um einen kleinen Füller, einen sehr kleinen Füller. Ich würde ihn kategorisieren als Schulfüller, als günstigen Schulfüller, allerdings von einer sehr guten deutschen Marke. Und zwar ist das Diplomat. Ja, ich habe ja schon einmal ein Review gedreht von einem Diplomat Arrow. Ja, wunderbarer Füller, echt krass geil, muss ich sagen. Der eine oder andere von euch hatten sich bestimmt auch schon wieder geholt, weil er halt eben so gut ist. Und ich muss sagen, dafür, dass ein Preisunterschied zwischen diesem und dem Arrow ist von etwa 130 Euro, muss ich sagen, ist dieser Füller hier von wirklich guter Qualität. Was ist denn wichtig bei einem guten Füller? Ich würde sagen, also allererstes ist natürlich die Feder. Ja, gescheit schreiben muss die Feder und das tut sie auch. Das ist eine Medium-Feder direkt von Diplomat. Ist nicht so schön dekoriert wie jetzt ein richtiger Diplomat-Füller. Ja, ich sage euch mal den Unterschied. Und zwar haben wir hier einmal hier diese die Feder vom Diplomat Arrow. Und hier haben wir im Vergleich die Feder vom Diplomat. Nee, Quatsch. Das ist der. Nochmal. Das ist der vom Diplomat Arrow und das ist der vom Magnum. Ja, also klein und groß. Man kann auch sehen, dass jetzt, dass das hier die Sektionen ähnlich gemacht sind, was so die diesen Bereich hier vorne angeht. Ja. Ja, der Arrow, der hat eine Feder in Größe 6, das andere ist eine Größe 4 oder Größe 5 sogar. Ja. Ist aber ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Wie schreibt der? Zeige ich euch mal. Also, das hier, das ist der Diplomat Magnum mit einer Medium Feder. Ja, als Tinte habe ich jetzt mal die Patrone genommen, die mit hier geliefert wurde. Der Füller ist ja eine Beigabe, ein Geschenk quasi von meinem Abonnenten Le Reborn. Die Tinte ist, also das ist auch von Diplomat. Schwarz. Oder Black oder ich weiß jetzt nicht, wie Diplomat ihre Tinten jetzt mit benennt, ob das jetzt auf die deutsche Version ist oder auf die englische Version. Deswegen schreibe ich mal jetzt beides hin. Ja, die Farbe ist jetzt, würde ich sagen, jetzt nichts Besonderes. Es hat einfach ein einfaches Schwarz, wobei ich es, wenn ich es vergleichen wollen müsste, ich habe es jetzt leider nicht als Swap gezogen, aber vielleicht so ein bisschen mit Diamine Jet Black, was ja auch eher so ein, ist ein kein, ist, das ist ja auch kein tiefschwarzes Schwarz, sondern eher so ein grau, ein dunkel tiefgraues Schwarz, würde ich sagen. Ja, also so ein richtig blütenreines Schwarz, also richtig krass rein Schwarz ist es nicht. Ja, ja, ein kleiner Testsatz. Ein kleines Filmzitat wieder, ja, ich bin ja ein großer Filmfan. Ja, wie man jetzt hier so gesehen hat, es gab so ein paar Stellen, da hat der Füller so ein bisschen gestockt, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt Fehler von mir war oder von der Feder, ich weiß es nicht. Die Feder ist
Es ist eine Stahlfeder, aber dafür, dass es eine Stahlfeder ist, ist sie relativ gut flexbar, ja. Also sie lässt sich ein bisschen biegen. Ja, also wie man hier sieht, man kriegt auch ein bisschen Linienvarianz mit hinein, ja. Von daher vermute ich jetzt mal, dass das lag jetzt eher, ja, na gut, vielleicht ist der Tint leider nicht ganz so durchlässig wie bei einem, ich sage jetzt mal, teureren Füller oder sowas. Also ich meine, es ist ein guter Füller, ja. Wenn er mal schreibt, dann schreibt er auch. Man muss aber auch sehen, in Relation zueinander, ja. Ich meine, es ist jetzt kein Füller, mit dem man jetzt solche Sachen hier macht, mit viel Linienvarianz oder sowas oder mit Flexverhalten, sondern es ist einfach, ich würde ihn, wie gesagt, ich würde ihn kategorisieren als einen Schulfüller. Ja, er ist aktuell. Ungefähr bei aktuell. Mann, 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 Mann. Aktuell. Etwa. Na, was ist los hier? Vielleicht liegt es auch an der Tinte. 18 € liegt, ja. Also das ist wirklich ein Preis, der ist absolut in Ordnung. Für einen kleinen Füller, den man ja entweder seinem Kind kaufen möchte für die Schule oder für sich selbst ans Notizheft gehängt oder sowas oder was auch immer. Es ist ein guter, preisgünstiger Füller. Halt aus Kunststoff, also so ein matter Kunststoff, würde ich sagen. Wenn ich jetzt mal so aufmache, haben wir jetzt halt nur die Patrone und hier innen halt eben, ja, wie man sieht, Kunststoff, ja. Ähnlich wie bei Lamy mit einem durchlässigen Tintenvorschaufenster, woraus man ja sehen kann, wie der Tintenstand ist. Die Kappe ist aufsteckbar. Ja, macht auch so von der Größe in der Hand jetzt. Es ist in Ordnung, ja. Also es ist nicht übermäßig groß oder klein oder sowas. Ja. Moment, ich mache mal hier die Kamera gerade ein bisschen höher, dann sieht man das besser. Ja, also so ungefähr sieht es dann halt eben aus in der Hand. Lässt sich wunderbar mit schreiben. Kann man machen, wunderbar. Also ich muss sagen, ich mag den Füller. Ich habe ihn auch schon natürlich auch meiner Freundin gezeigt, die ja jetzt auch in diesem Hobby irgendwie voll drin ist. Und sie hat schon ein Auge darauf geworfen und gesagt, naja, wenn du den Füller reviewed hast, wandert er sofort in ihre Stiftebox. Ja, also von daher ist er schon gleich weg, quasi reserviert für sie. Was kann ich noch zeigen? Vielleicht so einen kleinen Füllervergleich. Einmal hier der. Moment, ich mache das mal gleich so ein bisschen höher. Kann ich mal ein paar mehr Füller zeigen. Der Diplomat Arrow. Dann ein Twisby Go. Ein Jinhao 159. Ja, was kann ich dann hier noch so zeigen? Ein Lamy All-Star Black. Ein Lamy 2000. Ja, einen kriege ich noch hin. Einen kriege ich noch hin. Und vielleicht noch der Pelikan M200. Ja, also man sieht, es ist kein besonders großer Füller, es ist kein besonders kleiner Füller, es ist so ein Mittelmaß, würde ich sagen. Ja, aber gerade so das Gehäuse hier betrifft, ja, den Schaft hier betrifft, ist er doch recht schmal. Hat auch hier an den Seiten so eine Einbuchtung oder ja, es sieht so aus, man könnte denken, das hat jemand mit dem Messer so abgeschabt oder sowas.
dass sie so eine kleine Facette drin ist. Eine Facette, ähnlich wie beim, wie beim Twispy. Moment, wo ist er? Da ist er. Wie beim Twispy Diamond 580. Da haben wir ja auch hier diese Facetten drin. Man sieht sie bloß besser, weil es halt eben glänzend ist und das Gehäuse vom Diplomat Magnum ist eher matt gehalten. Ja. Also ist auf jeden Fall ein schönes Designelement. Wunderbar. Ein sehr guter Füller für 18 Euro, wenn man mal von Lamy und von Pelikan Füllern absehen möchte und qualitativ ein bisschen was Besseres haben möchte. Also ich würde sagen, ganz klar, der Hauptpunkt oder das Beste am ganzen Füller ist eindeutig die Feder. Ja, wie gesagt, es ist eine Medium-Stahl-Feder und was ich auch sagen kann, ist, der Füller liegt wirklich sehr gut in der Hand. Ja. Durch dieses mattierte Gummi hier oder Hartgummi oder Plastik, was auch immer das sein soll, mit diesen beiden oder drei, wie auf dem Gehäuse hier schon zu sehen ist, das gleiche haben wir hier auf der Sektion, wo man wunderbar so als Orientierungshilfe den Stift ansetzen kann, ja. Vielleicht, wenn man eine andere Tinte einfüllt oder sowas mit dem Konverter, dürfte das vielleicht sogar besser gehen mit einer Tinte, die flüssiger ist. Ja, übrigens, Standardgrößenpatrone, also das heißt, wenn man jetzt hier diese Magnum, diese Diplomatpatrone nicht mehr hat, kann man auch gewöhnliche nehmen von Pelikan oder so. Also man kann auch einen Pelikan-Konverter hineintun und damit halt eben die Tinte benutzen, die man halt gerne möchte. Man muss sich nicht unbedingt festlegen auf die werkseigene Tinte und fließt vielleicht auch besser eine andere Tinte als jetzt die hier. Wie gesagt, dass die so ein bisschen stockt, das kann schon ein bisschen nerven, aber mit einer flüssigeren Tinte, die bessere Fließeigenschaften hat, kann man dem gut entgegenwirken. Ja, Freunde, okay. Also viel mehr kann ich zu diesem Füller jetzt nicht zeigen. Das ist der Diplomat Magnum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt ihr Fragen, dann fragt. Gerne auch kommentieren, Video liken, auch gerne abonnieren. Ich bin sehr froh über jeden Einzelnen, der meine Videos gut findet. Motiviert zum Weitermachen. Bis bald, Freunde, und tschüss!